In diesem Video geht es um Standesamt und Personenstandsunterlagen. Was erwartet dich in dem Blog zu Personenstandsunterlagen? Wir klären folgende Fragen. Und zwar, welche Unterlagen gibt es? Wann sind diese Unterlagen für deine Forschung relevant? Welche Informationen lassen sich aus diesen Unterlagen entnehmen? Wie finde ich Unterlagen zum gesuchten Ort? Und was mache ich, wenn die Unterlagen nicht online verfügbar sind? In diesem ersten Video klären wir die Fragen 1 bis 3. Und zwar nochmal im Detail. Wann sind diese Unterlagen relevant? Also seit wann gibt es Standesämter? Was gibt es zu beachten? Welche Unterlagen gibt es? Dazu schauen wir uns verschiedene Dokumenttypen an. Und welche Informationen lassen sich entnehmen? Ich habe eine Beispielperson mitgebracht, anhand derer wir nachvollziehen können, wie solche Unterlagen aussehen und was wir da über die Person erfahren können. Vorab. Im Standesamt erhält man Informationen über Vorfahren in der jüngeren Vergangenheit. Die Standesämter sind 1876 in ganz Deutschland geschaffen worden. In den linksrheinischen Gebieten hat man schon früher angefangen, Personenstandsunterlagen zu erheben. Zum Beispiel in Baden im Rheinland, da kann man schon ab 1800 auf Personenstandsunterlagen zurückgreifen. Wichtig ist auch zu wissen, die Erscheinungsformen sind regional sehr unterschiedlich. Also ob das in Tabellenform ist, ob das Fließtexte sind. Wir werden uns ja einige später anschauen und da werdet ihr die Unterschiede auch deutlich sehen. Mögliche Unterlagen, auf die ihr stoßen könnt, sind Geburtenregister, Heiratsregister, Sterberegister. Also quasi alle Vorgänge, die im Amt festgehalten wurden. Es gibt aber auch Meldebögen und Familienbögen. Ganz wichtig zu beachten sind die Sperrfristen. Unterlagen sind nämlich nicht immer für jeden zugänglich, also man muss den Datenschutz beachten. Geburtenregister kann man zum Beispiel erst nach 110 Jahren einsehen, Eheregister nach 80 Jahren und Sterberegister nach 30 Jahren. Das heißt ganz konkret, ab 2020 sind zum Beispiel die Geburtenregister bis 1909 einsehbar. Ihr könnt teilweise trotzdem Anfragen an andere Unterlagen verlangen, aber da muss man einen speziellen Antrag stellen, um die Sperrfrist zu verkürzen. Und das geht dann meistens auch nur aus einem bestimmten, also gerechtfertigten Grund. Und wenn man in direkter Linie verwandt ist. Also da gibt es dann Sonderregelungen. Aber ihr könnt euch eigentlich daran halten, dass bis 1909 beziehungsweise bei den Eheregistern oder Sterberegistern ihr die Daten einsehen könnt oder darauf zugreifen könnt. Um jetzt ein bisschen weiter in die Unterlagen einzutauchen, habe ich euch, wie gesagt, eine Beispielperson mitgebracht. Und zwar fragen wir uns, wer ist Heinrich Adam Bender? Das Ganze wollen wir herausfinden anhand der Personenstandsunterlagen, die ich für ihn mitgebracht habe. Welche Unterlagen liegen denn zu ihm vor? Wir haben einen Geburtseintrag, einen Familienbogen und einen Todeseintrag. Fangen wir doch mal mit dem Geburtseintrag an. Der stammt aus Mainz, 1822. Ihr seht schon ein Überblicksbild und ihr seht, dass es einen Vordruck gibt, einen Fließtext, in den dann handschriftlich ergänzt wurde. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf der linken Seite seht ihr den Namen der Person und oben drüber auch die Nummer des Eintrags. Also dann kann man sich sehr gut an der linken Seite orientieren. Und hat dort gleich den Namen und weiß, wen man sucht. Jetzt springen wir mal weiter rein und schauen uns den Text an. Im Jahr 1822, den 31. Juli, um 11 Uhr des Vormittags, ist vor mir
Bürgermeister und Zivilstandsbeamten der Gemeinde von Bretzenheim, Kanton von Niederolm. Das heißt, jetzt haben wir den, der das Ganze festgehalten hat und auch den Zeitpunkt, wann er da diesen Eintrag gemacht hat. Die Frau Apollonia Lamm, 60 Jahre alt, Hebamme, wohnhaft in Bretzenheim, im Namen des Vaters Johannes Bender, welcher krank ist, erschienen. Wir können also die Situation jetzt rekonstruieren. Wir haben den Zivilstandsbeamten, den Bürgermeister und die Hebamme, Frau Apollonia Lamm, ist zu ihm gekommen, anstatt des Vaters, der krank ist, und hat diese Aufgabe übernommen. Also an dieser Stelle haben wir jetzt auch schon den Namen des Vaters erfahren, nämlich Johannes Bender. Wir haben auch schon den Wohnort Bretzenheim, Kanton von Niederolm. Welcher mir erklärt hat, dass den 31. Juli um 1 Uhr des Nachmittags ein Kind männlichen Geschlechts und welches Kind derselbe mir vorgezeigt, geboren sei, welchem er die Vornamen Heinrich Adam zu geben erkläret. Das ist jetzt der eigentliche Geburtszeitpunkt, 31. Juli um 1 Uhr des Nachmittags. Da sollte man auch immer aufpassen, denn jetzt in dem Fall ist das derselbe Tag, aber es kann auch vorkommen, dass der Eintrag später dann passiert ist, ein paar Tage später als der eigentliche Geburtstag. Also dann sollte man aufpassen, dass man den richtigen Namen, das richtige Datum sucht und dass man auch, also das richtige Datum sucht und dass man dann auch das Datum, also nicht verzweifelt ist, wenn man an genau dem Tag keinen Eintrag findet, denn es kann sein, dass der Vater erst im Laufe der nächsten Tage erschienen ist. So. Welches er mit Katharina, geborene Weber, da haben wir schon den Namen der Mutter, mit Mädchennamen, das Johann Bender, eheliche Frau, gezeugt hat, anerkennt. So, jetzt haben wir schon den Namen der Eltern. Welches Kind in der Steinpetergasse gelegenen Hauses geboren worden ist. Und sogar die genaue Adresse des Geburtsortes konnten wir so auch erfahren. Diese Erklärung und Vorzeigung ist in Gegenwart der Zeugen, und zwar dem Herrn Jakob Limbach, 29 Jahre alt, Schullehrer, wohnhaft in Bretzenheim, und Peter Stemmer, 40, ein Jahr alt, Weinwirt, wohnhaft in Bretzenheim geschehen. Es gibt also Zeugen, die jetzt bestätigen können, dass es wirklich so geschehen ist, wie ausgesagt wird und wie hier jetzt festgehalten wird. Und das Interessante ist, man kann jetzt also sehr viel noch über den Ort erfahren und über die Umgebung, in der Heinrich Adam Bender jetzt geboren worden ist. Wir kennen jetzt hier den Schullehrer. Und wir erfahren jetzt auch was über den Peter Stemmer, der ist Weinwirt. Also können wir uns schon gut vorstellen, dass Heinrich Adam Bender, er kommt aus Mainz, also in einer schönen Weingegend geboren ist. Und haben der Vater und die Zeugen mit mir gegenwärtigen Geburtsakt, nachdem ihnen derselbe vorgelesen worden ist, unterschrieben. Die Hebamme für den kranken Vater Johannes Bender, Apollonia Lamm sieht man da drunter, dann den Herr Limbach und rechts haben wir den Bürgermeister Stemmer. Also ihr habt dann da auch die originalen Unterschriften drin, normalerweise vom Vater, hier jetzt stellvertretend von der Hebamme, aber das ist schon ein nettes Zeugnis und ihr könnt den Kontext der Geburt ganz gut einordnen. Welche Informationen werden in den Geburtsurkunden also erfasst? Geburtsdatum und Ort, aber auch Name der Eltern, Beruf und Wohnort der Eltern und Zeugen. Das heißt, ihr habt schon einen guten Anhaltspunkt, an dem ihr weiterforschen könnt, zum Beispiel eine Generation dann
weiter zurückgehen könnt, um die Eltern zu suchen. Das zweite Dokument, das ich euch mitgebracht habe, ist ein Familienbogen. Der stammt aus Mannheim. Familienbögen gibt es nicht in jeder Stadt, nicht in jeder Gemeinde. Das war den Städten selbst überlassen, wie sie das festhalten wollen. In Mannheim zum Beispiel gibt es diese praktische Form und da werden immer die Namen festgehalten mit weiteren Bemerkungen dazu und der Wohnort einer Familie. Das heißt, ganz oben haben wir den Familienvater Heinrich Adam Bender und seinen Beruf Kaufmann. Dann kommt hier sein Geburtsort zu Bretzenheim, Hessen, geboren am 31. Juli 1822. Also das, was wir gerade eben schon nachvollziehen konnten in der Geburtsurkunde, katholischer Religion. Wir haben jetzt also seinen Beruf schon mal dazu gewonnen. Er ist Kaufmann geworden. Jetzt in den Bemerkungen haben wir hier eine interessante Information, nämlich seit dem 15. Juli 1851 ist er hiesiger Bürger geworden. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, an dem er nach Mannheim gezogen ist. Gleichzeitig haben wir hier auch schon eine Information zu seinem Tod, nämlich er ist am 5. Juli 1883 gestorben. Auch seine Wohnung kann man nachvollziehen. Wir sind in Mannheim, man sieht es gleich, denn man hat hier die netten Quadratangaben, die Buchstaben, die einem den Wohnort verraten. Direkt unten drunter kann man jetzt seine Frau finden. Anna Magdalena, geborene Kimmel. Da hier geboren am 24. April 1831, evangelische Religion. Wir wissen also schon ihr Geburtsdatum, 24. April. Da hier geboren, das ist eine Formulierung, die man sehr oft findet, also in Mannheim geboren. Und ihre Religionszugehörigkeit hat man auch. Das heißt, man könnte auch in den Kirchenbüchern oder in weiteren Unterlagen dann nach der Person suchen. Und dann hätte man den Geburtseintrag von ihr und könnte dann entsprechend auch ihre Eltern aufspüren. Da hier am 26. August 1851 getraut. Also das war der Zeitpunkt der Eheschließung von Heinrich Adam Bender und Anna Magdalena Kimmel. Also auch in dem Jahr, in dem er hergezogen ist nach Mannheim. Unten drunter kommen jetzt weitere Familienmitglieder. In dem Fall Augustin, dessen Sohn, D.H.R., also da hier geboren, 10. November 1853, katholische Religion. Also auch seinen Geburtseintrag könnte man ohne Probleme finden. Seit 25. März 1882 ist er verheiratet und hat deshalb auch seinen eigenen Familienbogen. Auch seine Frau kann man dann finden und auch die möglichen Kinder, die es aus der Beziehung gegeben hat. Ein weiteres Beispiel, was man in so einem Familienbogen dann zur Familie noch herausfinden kann. Hier haben wir zum Beispiel Johann Christoph Georg, dessen Sohn. Und haben hier schon die Bemerkung, wann er gestorben ist, nämlich kurz nach seiner Geburt. Ein weiteres Beispiel, ein weiterer Sohn von Heinrich Adam Bender ist Philipp Alois. Und auch er hat seinen eigenen Familienbogen. Und sehr interessant ist, auf der rechten Seite beim Wohnort finden wir jetzt hier den Hinweis Spanien. Das heißt, er ist ausgewandert mit seiner Familie und hat dort gelebt. Und dann müsste man in Spanien eben entsprechend weitersuchen, wobei Spanien natürlich jetzt auch ein sehr breiter Begriff ist, aber man hat ja schon mal einen Hinweis, in welche Richtung man gehen muss. Welche Informationen kann man jetzt in so einem Familienbogen finden? Wir haben hier wieder Geburtsdatum, Geburtsort, die Religionszugehörigkeit, die Ehepartnerin, auch mit ihrem Mädchennamen und Geburtsort und den Wohnort der Familie. Außerdem hat man eben noch weitere Informationen zu den anderen Familienangehörigen.
Also zu allen Kindern, Geburtsdatum, Ort, Religionszugehörigkeit und auch die Eheschließungen oder die Todeszeitpunkte, wenn die bekannt waren. Zum Tod von Heinrich Adam Bender, da wurden wir schon darauf hingewiesen aus dem Familienbogen, haben aber jetzt trotzdem die Urkunde dabei. Und ihr seht, auch die ist jetzt wieder anders aufgebaut. Das ist jetzt so ein ganz typisches Formular, auch mit einem Fließtext, aber mit großen Lücken. Und diese Einträge sind immer standardisiert. Also ihr wisst ungefähr, was da kommen muss. Und deshalb gehen wir das jetzt nochmal genau durch. Der Eintrag ist aus Mannheim, 1883. Das heißt, oben habt ihr erstmal eine Nummer und nochmal das Datum der Beurkundung. Also 6. Juli 1883, nicht das Todesdatum. Auch hier, wie bei dem Geburtsdatum, aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute der Persönlichkeit nach durch den von Person bekannten Kanzleigehilfen Heinrich Auer hier anerkannt. Also das ist wieder die Person, die hier die Beurkundung vornimmt. Der Kaufmann Johann Karl Bender, also ein Sohn von Heinrich Adam. Wohnhaft zu Mannheim in N2 Nummer 8 und zeigte an, dass Heinrich Adam Bender, Kaufmann, Ehemann der Magdalena, geborene Kimmel, 60 Jahre, 11 Monate, 5 Tage alt, altkatholischer Religion, wohnhaft zu Mannheim, N2 Nummer 8, geboren zu Bretzenheim bei Mainz. Also ihr seht, wir haben hier sehr, sehr viele Informationen zu beiden Personen, also jetzt zu dem, der gekommen ist, um diesen Akt zu beurkunden. Also Johann Karl Bender, der im selben Haus wohnt wie sein Vater. Und es wird jetzt auch nochmal alles aufgelistet. Nochmal seinen Ehestand, wir haben seinen Beruf. Vor allem haben wir auch sein Alter, aus dem wir dann auch sein Geburtsdatum genau berechnen können. Denn wir haben hier 60 Jahre, 11 Monate und 5 Tage und können so das Geburtsdatum genau nachvollziehen. Natürlich können da auch Fehler vorkommen, aber man kann es recht genau eingrenzen. Jetzt kommen noch weitere Informationen zu Heinrich Adam Bender, nämlich er ist Sohn des Landwirts Johann Bender und dessen Ehefrau Katharine, geborene Weber, beide in Bretzenheim gestorben. Wir haben jetzt eine neue Information gewonnen, nämlich dass Johannes Bender Landwirt war. Das ging aus der Geburtsurkunde nicht hervor. Und wir wissen, dass beide in Bretzenheim auch gestorben sind. Heinrich Adam Bender ist zu Mannheim in seiner Wohnung am 5. Juli des Jahres 1880 und 3. Nicht irritieren lassen von diesen Zahlendrehern. Wenn ihr da durcheinander kommt, dann schreibt die Zahl lieber aus. Nachmittag um 8 Uhr verstorben sei. Das ist jetzt erst der eigentliche Todeszeitpunkt und alles davor gehört quasi zum Protokoll, was festgehalten wird. Aber das ist jetzt der eigentliche Akt, der passiert ist. Der Anzeigende erklärt, aus eigener Wissenschaft Kenntnis von diesem Sterbefalle zu haben. Also Karl Bender erklärt, dass er das wirklich bestätigen kann. Diese Formel findet ihr in den meisten Urkunden. Die ist so Vorschrift. Da geht es nur darum, um Betrug auszuschließen. Also hier geht es auch wieder um Bezeugen, genauso wie beim Geburtsakt. Deshalb wird das auch nochmal vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Und hier habt ihr auch die Originalunterschrift von Karl Bender und die Unterschrift des Standesbeamten. Welche Informationen werden also erfasst? Wir haben das Sterbedatum und den Sterbeort. Wir haben den Beruf, den die Person ausgeübt hat, den Wohnort. Teilweise hat man auch die Todesursache. Der Ehepartner wird angegeben, die Eltern, soweit bekannt, werden angegeben
und das Geburtsdatum, beziehungsweise jetzt wie in dem Fall zum Beispiel das Alter, aus dem man dann aufs Geburtsdatum schließen kann, und Zeugen, die bestätigen können, dass das wirklich sich alles so abgespielt hat, wie es da in der Akte steht. Ein Tipp, den ich euch noch mitgeben möchte, am Rand dieser Urkunden findet ihr immer Hinweise, zum Beispiel jetzt wie in dem Fall, das ist jetzt eine Urkunde von meiner Familie, da ist jetzt ein Hinweis drauf, neben der Heiratsurkunde, wann der Ehemann gestorben ist. Also das heißt, ich kann jetzt aus dieser Heiratsurkunde schon wesentlich mehr Informationen entnehmen, indem ich diese Randvermerke einfach beachte. Das können jetzt solche Dinge sein wie hier der Tod, wenn er bekannt ist, wenn er quasi rückgemeldet wurde an das Standesamt. Das können aber auch andere Dinge sein, wie ein Name wurde falsch geschrieben oder eine Information wurde falsch erfasst oder weitere Hinweise, die quasi vom Standesbeamten festgehalten wurden. Also nicht einfach weiter gucken, sondern beachtet diese Hinweise, denn die können sehr hilfreich sein und da könnt ihr euch viel Arbeit mit sparen. Wer ist jetzt eigentlich Heinrich Adam Bender? Jetzt haben wir so viele Unterlagen von ihm gesehen. Heinrich Adam Bender hatte eine Korkstopfenfabrik. Und zwar kam er ja aus Mainz, aus einem Weingebiet und hat dann dort recht schnell natürlich Kontakt gehabt mit Wein und Weinverarbeitung, Weinhandel. Er war ja Kaufmann und hat dann quasi sich darauf spezialisiert, Korkstopfen herzustellen, ist dafür dann nach Mannheim umgesiedelt und hat seinen Sohn zum Beispiel nach Spanien geschickt, um dort eine Fabrik aufzumachen, in denen dann die Korkeichen bearbeitet wurden. Also das alles konnte man jetzt schon aus den Unterlagen so erahnen und man konnte das jetzt schön mit weiteren Informationen aus dem Stadtarchiv zum Beispiel ergänzen. Also ihr seht hier das Firmenlogo und ihr seht, dass er noch weitere Sitze hatte in Katalonien, aber die Familie war dann europaweit unterwegs. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte, die sich schon so abgezeichnet hat aus den Unterlagen. Zum Abschluss noch ein Fazit. Welche Informationen lassen sich da jetzt eigentlich finden? Was bringen mir Personenstandsunterlagen? Man findet Informationen zu den Vorfahren, und zwar zwischen 1800 in den linksrheinischen Gebieten, spätestens aber ab 1876 eigentlich bis heute. Man muss aber dringend die Sperrfristen beachten, da man aus datenschutztechnischen Gründen nicht auf alles zugreifen darf. Außerdem findet man Einträge zu Geburt, Heirat und Tod und auch Familien- und Meldebögen. Und da kann man sehr viele Informationen auch zu den Vor- und Nachfahren der gesuchten Person entnehmen, zu ihrem Kontext. Und wie man gesehen hat, ergänzen sich diese Unterlagen auch sehr schön. Und man kann aus jeder Unterlage weitere Informationen rausziehen und das Bild weiter ergänzen.